Mesut Özil hat unter Trainer Unai Emery beim FC Arsenal aktuell einen schweren Stand. Zuletzt schaffte er es nach überstandenen Knieproblemen nicht in den Kader. Wie die Daily Mail berichtet, soll sich Emery bei den Clubbossen für einen Verkauf des Ex-Nationalspielers noch in diesem Winter ausgesprochen haben. Ein Abgang des 30-Jährigen soll Geld für mögliche Neuzugänge in die Kassen spülen. Das Problem: potenzielle Interessenten dürfte Özils Wochengehalt von umgerechnet rund 390.000 Euro abschrecken. Bislang soll auch noch kein Club konkretes Interesse signalisiert haben. Und ein Leihgeschäft komme für Özil, der seinen Vertrag bei den Gunners erst vor einem Jahr bis 2021 verlängerte, laut Daily Mail nicht in Frage. Der Wechsel von Chelseas Eden Hazard zu Real Madrid scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch die Blues wollen den Belgier nicht kampflos ziehen lassen. Wie der Telegraph berichtet, soll Chelsea bei einem Wechsel von Hazard eine Ablöse von über 112 Millionen Euro fordern. Und das, obwohl er nur noch einen Vertrag bis 2020 hat. Julian Weigel wird bereits seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Nun berichtet das französische Blatt Le Parisien, dass PSG-Coach Thomas Tuchel seinen einzigen Lieblingsschüler beim BVB persönlich kontaktiert hat, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Weigel soll positiv reagiert haben und einem Wechsel nach Paris alles andere als abgeneigt gegenüber sein. Man dürfte es allerdings schwer haben, Weigel, der fest als Backup für die gesetzten Mittelfeldbosse Delaney und Witzel eingeplant ist, noch in diesem Winter loszueisen.